Also ich bin Kriegsflüchtlinge aus Eritrea. Also das war halt in Eritrea damals ein Krieg zwischen Eritrea und Äthiopien. Also Äthiopien wurde von Russland, von Kuba, von Ostdeutschland unterstützt und Krieg geführt. Und wir waren halt, vor einer kurzen Zeit habe ich meine Stadt Kerem verlassen, das nächste Dorf. Und der Krieg ging weiter, weiter und weiter. Wir sind nach Sudan gekommen und von Sudan halt musste halt weiter nach andere Möglichkeiten suchen. Und so bin ich nach Europa, nach Deutschland gekommen. Ich bin als politischer Flüchtling anerkannt, schon nach kurzer Zeit, nachdem ich hier war. Zuerst mal, ich war froh, dass ich hier gekommen bin. Ich habe nur, ehrlich gesagt, positive Erinnerungen und viele Freunde von allen Seiten, von Kirche, von Nachbarn, Sprachlehrer, Lehrer, Lehrerinnen, Arbeitsamt und alles Mögliche. Klar, muss man anpassen, muss man gucken, muss man, ja, das Land und Menschen muss man gucken, wie die verhalten. Versucht man auch so zu verhalten, so zu leben, so zu machen, wie normal ist. Also für mich ist Ulm eine respektvolle kleine Stadt. Ich vergleiche es auch mit großer Stadt. Stadt ist Stadt. Aber Ulm ist, weiß es nicht, woher es kommt, ist es eine ruhige Stadt, schwäbische Stadt. Man guckt zum Arbeiten, man guckt zum Leben, man guckt, dass die Kinder auch zurechtkommen, die Familie zurechtkommt. Und ich glaube, es gibt auch jede Menge Unterstützung von Nachbarschaft, von Kirche, von allem, wenn man das erst ernst nimmt. Bin ich oft in die Bibliothek gegangen, habe Freunde kennengelernt, einfache Leute haben mir auch mit Sprache unterstützt und wir haben mal einfach angefangen, loszusprechen, loszulassen, zu leben, zu unterhalten. Und es war auch ehrlich, niemand hat mir gesagt, dass ich schlecht Deutsch spreche oder so. Hat man gesagt, top, toll, mach weiter. Und so sind wir auch nach wenigen Monaten angefangen zu reden, zu unterhalten. Ich wollte unbedingt den Beruf machen. Dann habe ich bei einem Arbeitsamt in einem Test teilgenommen und den Test habe ich geschafft. Und dann bin ich zur Berufsschule, denn da habe ich auch weitere Tests gemacht und dann habe ich hier in Deutschland zum Berufsschule gegangen. Ich habe den Offset-Drucker gelernt. Es war schwere Arbeit, also Dreischicht, Frühschicht, Spätschicht, Nachtschicht. Das hat mir halt viel Nerven, viel Stress gekostet. Schnelle Maschinen, schnelle Leben. Dann habe ich halt ein bisschen Abendschule gemacht und so weiter. Bin ich halt dann habe ich bei Stadt Ulm beworben und arbeite ich seit mehreren Jahren bei Stadt Ulm. Ich bin Verwaltungsangestellte und ich arbeite bei Stadt Ulm bei Beschaffungsstelle, bin ich Sachbearbeiter für Büromaterial, Reinigungsmaterial, Dienstschutzkleidung und kleine Transporte und so weiter. Ich bin auf Stadt Ulm auch bei der Tätigkeit für Schwermontag. Habe ja bestimmte Aufgaben, zum Beispiel die Fahnen hochziehen. Ja, ich bin bei Schwermontag viel beschäftigt, also bei allen Festen der Stadt Ulm. Also es gefällt mir sehr gut. Es gefällt mir besonders Schwermontag, wenn der Oberbürgermeister schwört, dass für alle Menschen die gleichen Chancen und die gleichen Möglichkeiten gibt. Und das ist halt eine von den besten, was ich in Ulm mag. Auch das Leben, wie die Menschen miteinander leben, die jungen Leute, die älteren Leute. Ja, und ich glaube, ich komme zurecht und ich finde es sehr, sehr positiv, sehr, sehr, sehr gut.